Hallo Leute, schaut mal. Das hier ist ein Elefant. Und das hier ist ein Schmetterling. Aber wie würde wohl ein Schmetterfant aussehen? Hm? Vielleicht ja so. Hübsches Tier, oder? Und wie sieht's mit einem Katzmelion aus? Also eine Mischung zwischen Katze und Chamäleon. Das könnte so aussehen. Vielleicht nicht ganz so schön, aber sieht trotzdem witzig aus, oder? Na, und was ist mit einem Marderhund? Also eine Mischung zwischen Marder und Hund. Das würde dann vielleicht so aussehen. Oh je, ich sag euch was, den Marderhund, den gibt's wirklich. Der sieht aber nicht so aus, sondern so. Noch nie von einem Marderhund gehört? Hm? Marderhunde gibt's in ganz Deutschland und trotzdem kennen ihn viele gar nicht. Denn er ist nicht einheimisch, er ist also zugewandert. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch gleich. Jetzt gibt's erstmal die ersten Infos. Der Marderhund ist eher mit dem Hund verwandt als mit dem Marder. Er gehört zu den Caniden, also den Hundeartigen. Das ist die biologische Familie, zu der auch Schakale, Wölfe und Kojoten zählen. Am nächsten ist der Marderhund mit dem Fuchs verwandt. Er ist der einzige unter seinen Verwandten, der nicht bellt, sondern miaut und winselt. Oft wird der Marderhund mit dem Waschbären verwechselt. Das liegt an seinem buschigen Fell und an der auffälligen Gesichtsmaske. Im Gegensatz zum Waschbären hat er aber keinen gebänderten Schwanz und er kann überhaupt nicht klettern. Ist ja auch klar, welcher Hund kann das schon? Der Marderhund frisst fast alles, was ihm über den Weg läuft. Insekten, Amphibien, Pflanzen, Nagetiere, Vögel, Reptilien, Egel, Vogeleier, Fische, Pilze und sogar Aas. Er ist nicht wählerisch. Hauptsache, es macht satt. Heute besuche ich die Wildbiologin Marion Ebel im Wildpark Alte Fasanerie in Hanau bei Frankfurt. Hier leben drei Marderhunde in einem Gehege. Ich will die flauschigen Allesfresser mal aus nächster Nähe sehen. Hallo? Hallo Anna. Guten Morgen, Marion. Oh, da ist ja noch jemand. Wer ist das? Ja, hallo, das ist Bailey. Bailey muss auch gleich begrüßen. Hallo, Bailey. Habt ihr es gut gefunden? Ja, kein Problem gewesen. Sehr schön. Und ist natürlich toll. Ich bin aber ja auf der Suche nach dem Marderhund. Und ich habe gehört, den soll es hier im Wildpark geben. Ist das richtig? Die gibt es auch. Also Bailey ist nicht die einzige Hündin, die es hier gibt, sondern, ja. Psch, du bist gar nicht dran jetzt, sondern wir haben auch noch ein Gehege mit Marderhunden. Und da machen wir jetzt ein bisschen Frühstück für die Marderhunde, um sie dann im Gehege mit dem Frühstück zu besuchen. Das ist immer gut, dann mache ich mir die gleich zum Freund. Im Wildpark kommen Obst, Gemüse und rohes Fleisch auf den Tisch. Marderhunde haben sehr gute Ohren und eine besonders feine Nase. Bei der Futtersuche gehen sie mit dem Riecher voran. Jeder Happen wird erschnüffelt. Er ist ja kein besonders guter Jäger, so wie der Fuchs, sondern er ist eher ein gemächlicher Sammler, wie unser Dachs, unser heimischer. Und wenn er so unterwegs ist des Nachts, dann können das durchaus ein paar Kilometer sein. Und da frisst er eigentlich alles, was ihm vor die Pfoten kommt. Er kann auch giftige Frösche und Kröten fressen, weil er so viel Speichel produziert bei dem Fressen, dass er das Gift neutralisiert. Ist schon was ganz Besonderes, der Bursche, muss man sagen. Ja, und jetzt haben wir hier noch die Küken. Ja, das ist die Lieblingsspeise für unsere Marderhunde. Das ist die Lieblingsspeise. Das ist natürlich, das tut einem ein bisschen leid, sowas zu verfüttern, aber das gehört halt in der Natur auch dazu. Und das hat auch seinen Sinn. Das nimmt auch natürlich der Marderhund auch draußen. Der ist oft im Schilf unterwegs, der liebt das Wasser. Und an dem Wasser geht er natürlich auch mal an die Nester. Wenn er sie findet, nimmt er natürlich auch Eier mit oder Jungvögel. Ja, da sind sie schon. Das sind Cedric und Shai. Die haben schon sehnsuchtsvoll auf uns gewartet. Die haben gleich mitgekriegt, dass wir kommen. Ja, die haben es gerochen vor allen Dingen. Die haben eine sehr gute Nase. Und sie haben uns sehr wahrscheinlich auch schon gehört. Ja, und wir haben euch richtig gute Sachen mitgebracht. Eine große Auswahl hat die Anna euch zurechtgemacht. Bitte sehr, Anna. Hä? Auf los geht's los. Hallo. Hallo. Oh Mann, sind die niedlich. Und hungrig, wie du siehst. So, ja. Die kriegen jetzt erstmal jeder ein Küken. Also da hat jemand wirklich Hunger. Das ist
Chai. Das ist Chai. Und das ist Cedric. Genau. Der hat jetzt gerade sein erstes Küken. Genau, während Chai schon das dritte. Ja, und schon wieder auf dem Weg zu uns ist. Der nimmt es auch sehr. Schon wieder auf dem Weg zu uns. Aber du hast aber wirklich Hunger. Mann, oh Mann. Haben sie dich gestern hungern lassen? Dass es gar nichts gibt. Jips. So, den dritten haben wir noch gar nicht gesehen, aber wir müssen uns jetzt erstmal zum Futternapf aufmachen. Okay. Ah, und da ist jetzt auch der dritte. Wer ist das? Das ist Kasumi. So. Soll ich das jetzt einfach hier so einfach rein, verteilen. Können sich was aussuchen. Ich nehme an, sie nehmen das Fleisch. Ja, der erste hat schon den Fleischbrocken. Da wird rausgesucht direkt. Kasumi. Schau mal, was sie. Ah, da kommt gleich jemand. Schau mal. Selbstbedienung, Selbstbedienung. Das ging aber flott. Ah, da kommt. Schau mal, schau mal, schau mal. Ui. Da wird gegrunzt. Oh, du hast dir aber jetzt sehr viele genommen und noch mehr. Was macht das? Hat man. Ja, was, und das andere Küken liegt auch noch da drin. Also das ist auf Vorrat hier. Du musst ein bisschen aufpassen, sie kommen von allen Seiten. Ja. Trotz ihres putzigen Aussehens sind Marderhunde immer noch Raubtiere, auch wenn sie nicht besonders kämpferisch sind. Ja, Marderhunde sind von Natur aus in der Wildnis recht scheu. Sind Tiere, die sind in der Dämmerung aktiv. Und vor allen Dingen nachts, den kriegt man eigentlich überhaupt nicht zu Gesicht, weil der geht sofort in Deckung, wenn er irgendein Geräusch hört. Ja, jetzt habe ich gleich mal zwei Fragen. Also, sie sind scheu. Das sind die jetzt nicht unbedingt, kann man nicht sagen. Warum sind die so zutraulich? Unsere sind die Ausnahme, denn die kommen alle aus privaten Haushalten. Und in diesem privaten Haushalt wurden sie von Privatpersonen gehalten, die es eben schick fanden, einen Exoten zu Hause im Wohnzimmer zu haben. Also die wurden als Haustiere gehalten? Die wurden als Haustiere gehalten, was eigentlich für einen Marderhund eine Katastrophe ist. Weil der braucht anderes, wie man hier sieht. Ich habe das mitgekriegt, als sie beschlagnahmt wurden und habe gedacht, oh, das könnte für uns eine gute Situation werden. Da könnten wir was gewinnen dabei, denn diese Tiere sind umgestellt. Die sind jetzt tagsüber aktiv, weil der Mensch eben auch tagsüber aktiv war. Und bei uns ist es so, dass das Futter ein großer Reiz ist, das ist ein großer Zeitgeber. Und da die tagsüber gefüttert werden, sind die bei uns auch tagsüber aktiv. Die sehen ja sehr niedlich aus und sind auch sehr nett, aber es sind nun mal Wildtiere und keine Haustiere. Und wenn man sich solche Tiere zu Hause hält, dann geht es irgendwann sowohl für das Tier als auch für den Besitzer ordentlich schief. Das ist auch nicht nötig, denn es gibt genügend Tiere, die Haustiere sind, die wir als Haustiere halten können. Allein wenn wir in die Familie der Hunde gehen, gibt es über 400 verschiedene Hunderassen. Und da wird für jeden das Passende dabei sein. Da braucht sich keiner, einen Marderhund ins Wohnzimmer zu holen. Also Hund ja, aber nicht der Marderhund. Wie viel frisst du eigentlich? Auch den wilden Marderhunden schmeckt's in Deutschland vorzüglich. Sie finden bei uns jede Menge zu fressen und fühlen sich pudelwohl. Dabei kommen sie gar nicht von hier. Ursprünglich stammt der Marderhund aus Ostasien. Er ist keine Züchtung, sondern hat sich bereits zur Zeit des Mammuts und der Eiszeiten entwickelt, im Erdzeitalter Pleistozän. Vor etwa 75 Jahren wurden nach und nach 10.000 Marderhunde in Osteuropa ausgesetzt. Man wollte, dass sie sich dort vermehren, um sie dann zu bejagen und aus dem Fell Kleidung zu machen. Man dachte, das Fell wird nur so richtig flauschig und weich, wenn die Tiere wild leben. Ob das wirklich stimmt, überprüfe ich noch. Im Laufe der Jahre wanderten die ausgesetzten Marderhunde nach Westen ab. Inzwischen haben sie halb Europa erobert. Damit ist der Marderhund ein Neozoon, also eine eingewanderte Art, die sich in einem neuen Gebiet dauerhaft niedergelassen hat. Es gibt auch andere Tiere, die hier leben, aber von woanders stammen. Zum Beispiel der Waschbär, der eigentlich aus Amerika kommt. Und der Goldschakal, der ist ursprünglich aus Asien. Ist eine Art in einen neuen Lebensraum vorgedrungen, in dem sie sich wohlfühlt, kann sie sich explosionsartig vermehren. Das kann problematisch sein, denn Neozoen können manchmal Lebensräume verändern und heimische Arten verdrängen. Das ist aber nicht immer so. Ob der Marderhund unserer Natur schadet oder nicht, wird gerade erforscht. Da ist Professor Sven Klimpel ganz vorne mit dabei. An der Uni Frankfurt versucht er herauszufinden, wie sich der Marderhund bei uns ausbreitet und ob er dabei den heimischen Tieren und Pflanzen das Leben schwer macht. Ich darf ihn heute beim Aufstellen einer Fellfalle in einem Forstgebiet begleiten. Hallo Sven. Hallo Anna, schön dich zu sehen.
ich freue mich auch, dass ich hier bin. Was hast du denn da Spannendes dabei? Ich habe dir ein paar Probehälter zusammengestellt und wir wollen jetzt hier mal ins Feld gehen, in den Wald und schauen, ob wir vielleicht irgendwas beim Dachsbau finden, bei einem Dachsbau finden. Okay, aber es geht ja um Marderhunde. Warum Dachsbau? Ja, das ist interessant, weil Dachse und Marderhunde, die teilen sich tatsächlich im Bau. Und der Bau ist riesengroß, 30 Meter um den Boden. Dort hausen die dann. Das ist ja cool. Und da gibt es keinen Ärger, wenn Marderhund und Dachs im Dachsbau aufeinandertreffen? Nee, 30 Meter ist sehr viel. Die gehen sich aus dem Weg und da findet jeder sein kleines Gebiet, wo er gut leben kann. Der Dachs hat also ein großes Zuhause, da kann man auch mal Gäste einladen. Das stimmt. Ja, cool, dann nichts wie los, oder? Bitte, ja, lass uns mal da lang gehen. Möchtest du das nehmen? Gerne. Sven möchte etwas Fell von einem wilden Marderhund einsammeln und damit in seinem Labor eine Erbgutanalyse machen. Der Bau ist zwar groß, aber von der Oberfläche aus überhaupt nicht zu erkennen. Einzig an den drei Eingängen kann man sehen, dass hier ein wildes Tier unter der Erde wohnt. So, woher weißt du denn jetzt so genau, dass hier ein Marderhund ist? Na, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, dass hier ein Marderhund ist. So. Aber wir müssen mal nach Spuren suchen. Wir könnten zum Beispiel nach Losung gucken. Wir könnten nach Knochenkoresten gucken. Sowas wäre prima, ein guter Hinweis. Losung, also das große Geschäft vom Marderhund. Kann man so bezeichnen, genau. Okay, dann mache ich mich mal auf die Suche. Ja. Aber der Wald ist riesig und das große Geschäft ziemlich klein. Uah. Da ist was, jetzt wäre ich fast reingestiegen. Sven? Ja? Schau mal, ich habe hier was gefunden. Ja, keine perfekt. Ahnung, ob es vom Marderhund ist. Könnte ja auch vom Dachs sein, oder? Oh, das sieht schon sehr nach Marderhund aus. Nicht zu groß. Eigentlich super gefunden. Prima. Hier wohnt also tatsächlich ein wilder Marderhund. Um eine Fellprobe zu bekommen, montieren wir Drahtbürsten am Haupteingang des Baus. Wenn der Marderhund heute Nacht herauskommt, um auf Futtersuche zu gehen, streift er entlang der Bürste. Keine Sorge, das merkt er gar nicht. In der Bürste bleibt hoffentlich etwas Fell hängen, das wir morgen früh einsammeln können. So, fertig. Sag mal, Sven, warum fühlt sich der Marderhund denn hier eigentlich so wohl? Naja, die klimatischen Bedingungen sind toll. Er findet ein reiches Nahrungsangebot und er hat keine natürlichen Feinde. Und das sind Bedingungen, die ideal sind für einen Marderhund. Und deshalb fühlt er sich, glaube ich, hier ganz wohl. Ja, also was er frisst, weiß ich schon, nämlich alles. Fleisch, Gemüse, Obst, was er halt so findet. Aber wer wären denn Feinde für den Marderhund? Ja, große Raubtiere zum Beispiel, das wären schon geeignete Gegner, sag ich mal, für einen Marderhund. Und die gibt's bei uns nicht so? Nein, also einen Braunbären habe ich hier selten gesehen. Außer vielleicht der Wolf kehrt zurück. Das ist richtig, aber der ist noch nicht in so großen Anzahlen da, dass er eine Bedrohung für andere Tiere darstellt. Du hast ja gesagt, wir bauen noch eine Kamerafalle auf. Das sollten wir machen, da haben wir noch einen Beweis und dann lass uns mal eine Kamera aufbauen. Perfekt. Dann heißt es jetzt Daumen drücken, dass uns der Marderhund in die Fellfalle läuft und in die Kamerafalle. Heißt zwar Falle, aber kann sich nicht wehtun. Wenn die Sonne untergeht, wird der Marderhund aktiv. Der nächste Morgen. Mal schauen, ob uns der Marderhund ein paar Haare gespendet hat. Ah, da ist er, der Dachsbau. Ich glaube, wir haben tatsächlich Glück. Schau mal. Ja, perfekt. Da an der Bürste ist ein richtig dicker Haarbüschel. Ganz schön viel. Oh, und am anderen auch noch was. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich will nichts falsch machen, damit ich das nicht für dein Labor kaputt mache. Also erstmal Handschuhe an, Pinzette und dann nehmen wir eine Fellprobe. Mit der Fellprobe kann Sven in seinem Labor herausfinden, ob dieser neue Marderhund mit anderen aus der Gegend verwandt ist. So kann er dann errechnen, wie schnell und wohin sich die Marderhunde bei uns ausbreiten. Gesichert, ja. Perfekt. Und jetzt lesen wir noch die Kamerafalle aus, oder? Müssen wir noch machen. Eigentlich müsste ja was drauf sein. Schauen wir mal. Da ist er. Sieht nach einem netten Kerl aus, oder was meinst du? Scheint er zu sein. Tolle Aufnahme. Ja, perfekt. Vielen Dank, dass du uns dein Fell dagelassen hast. Alles für die Wissenschaft.
In Svens Labor in Frankfurt geht's weiter. Hier finden wir heraus, mit wem unser Marderhund verwandt ist. So, was hast du mitgebracht? Das habe ich dir ein ganz kleines Stückchen von dieser Fellprobe hier drin vorbereitet für die genetische Analyse. Das bedeutet, dass wir aus der Fellprobe das Erbgut herauslesen. Das Erbgut ist wie ein Buch, das die Bauanleitung für alle Teile eines Lebewesens enthält. Wie die Muskeln, die Augen oder eben das Fell. Je mehr Erbgut zwei Tiere gemeinsam haben, desto enger sind sie verwandt. Und wieder zu? Ja. Und jetzt kann der Computer das analysieren, oder? So sollte es sein. Padam! So, also das ist unser Marderhund und Das sind andere Marderhunde. Genau. Und jetzt kannst du herausfinden, ob da der Papa von dem Marderhund zum Beispiel dabei ist. Zum Beispiel, das könnten wir hier mit den Analysen machen. Und wir können natürlich auch zeigen, wo sie vorkommen, unsere Proben, und können das verschneiden dann mit den anderen Proben und kann sehen, wie weit die sich ausbreiten und wohin die irgendwann mal wandern werden. Und wo werden sie hinwandern? Ich kann dir das mal zeigen. Diese einzelnen Punkte, das sind alles einzelne Marderhunde, die wir in unseren Analysen drin haben. Und hier sieht man, wie sie sich in naher Zukunft ausbreiten werden, indem sie eben neue Familien gründen mit anderen. Also in naher Zukunft werden die sich in Zentraleuropa, in Deutschland, sehr wohlfühlen. Ja, Deutschland ist jetzt schon fast ganz besiedelt nach einiger Zeit. Ist es denn schlimm für unsere Natur, wenn sich jetzt der Marderhund hier in Deutschland ausbreitet, obwohl er eigentlich gar nicht hierher gehört? Ja, so hundertprozentig wissen wir das noch gar nicht. Wir stehen am Anfang, wir müssen uns erst mal schauen, in welchen Gebieten frisst er was. Und da helfen uns Magenanalysen. Also wir schauen in den Magen, was frisst er in ganz bestimmten Bereichen. Und darauf können wir Rückschlüsse ziehen, was er dann für einen Einfluss auf bestimmte Tiere haben könnte. Kannst du mir das zeigen? Ja, natürlich gerne. Können wir gleich uns angucken. Die restlichen Haare hier braucht der Sven ja nicht mehr. Die nehme ich mir mit. Das ist ein toter Marderhund. Ja. Wie ist der hier gelandet? Er wurde geschossen von einem Jäger, leider. Aber für die Wissenschaft ist es gut, dass wir ihn nutzen dürfen. Mhm. Der Arme. Na ja, vielen Dank, dass wir dich dann noch für die Wissenschaft nutzen können. So, und was machst du jetzt mit dem? Ja, wir beide würden uns jetzt den Mageninhalt angucken. Wir wollen also wissen, was war seine letzte Nahrung. Und das können wir anhand der Mageninhaltsanalyse machen. Das ist das? Das ist das, was wir uns jetzt beide gleich angucken sollen. Das sieht ja schon mal sehr lecker aus. Oh, okay. Wenn wir wissen, was die wilden Marderhunde bei uns fressen, können wir besser abschätzen, ob sie unserer Natur schaden oder nicht. Ich finde hier schon mal eine Feder. Sehr gut. Das gehört wahrscheinlich zum Vogel. Perfekt. Hier ist sogar noch eine. Sehr gut. Oh ja, das kann man noch sehr gut erkennen. Das ist ein Frosch. Vollkommen richtig, genau. Das sieht aus wie ein Frosch. Den hat er noch nicht so richtig verdaut. Nein, den muss er vor kurzem erst gefressen haben. Okay. Da dem Marderhund so viele unterschiedliche Dinge schmecken, frisst er nicht übermäßig viel von einer bestimmten Nahrungsquelle, sondern von allem nur ein bisschen. Somit nimmt er den einheimischen Tieren schon mal nichts weg. Also er findet auf jeden Fall jede Menge Nahrung hier bei uns. Genau. Und es ist interessant, dass er zum Beispiel Frösche gefressen hat. Frösche gibt es viele Arten, die geschützt sind. Das könnte vielleicht ein Indiz sein, dass er in ganz bestimmten Regionen tatsächlich einen Einfluss auf zum Beispiel geschützte Arten haben könnte. Ist er dann eine Gefahr für unsere Natur? Ja, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber momentan zeigt es eben nur, dass er tatsächlich sehr divers frisst, also ganz unterschiedliche Tierarten. Und dass das vielleicht für sensible Arten, wie zum Beispiel Frösche, die geschützt sind, schon eine Auswirkung in ganz bestimmten Gebieten haben könnte. Das heißt, in ein paar Jahren weißt du wahrscheinlich mehr. Ja, wir glauben, so in 3, 4, 5 Jahren können wir noch detailliertere Aussagen machen. Der Marderhund wird aus Deutschland nicht mehr verschwinden. Dazu hat er sich schon zu weit verbreitet. Aber man kann versuchen, heimische Tierarten, die durch ihn gefährdet sind, zu schützen. So Leute, ich habe mich jetzt noch mal auf den Weg in den Wildpark Hanau gemacht zu Marion. Denn, ihr erinnert euch vielleicht, man hat den Marderhund bei uns ausgewildert, weil man dachte, dass das Fell der wilden Marderhunde weicher wäre. Und das will ich jetzt natürlich mal herausfinden, ob das stimmt. Dazu habe ich die Fellprobe mitgenommen und mal gucken, ob ich jetzt so nah an unsere Marderhunde herankomme, dass ich das testen kann. Aber gerne.
Wie geht's unseren Marderhunden? Gut, die warten schon auf die Fellpflege. Es ist Sommer. Deshalb fällt das Winterfell der Marderhunde aus und das leichtere Sommerfell wächst nach. Regelmäßiges Ausbürsten hilft, das zu beschleunigen. Wie bei eurem Hund zu Hause auch. So, Leute. Jetzt kann ich den Fellvergleich machen mit dem Fell von dem wilden Marderhund und mit unserem Marderhund Cedric hier aus dem Wildpark. Ja, da kannst du auch mal dran riechen, hm? Darf ich dich mal streicheln? Oh. Also ehrlich gesagt, ich kann jetzt keinen großen Unterschied feststellen zwischen dem Fell und dem Fell hier. Fühlt sich beides sehr schön weich an. Vielleicht nicht so weich, wie es aussieht. Also es ist schon relativ rau und sehr fest. Muss es ja auch. Die sind schließlich bei jedem Wetter draußen. Aber also, es war Quatsch, dass Marderhunde hier ausgebildet wurden, um das Fell weicher zu bekommen. Ich bitte euch, kauft kein echtes Fell, ob es an der Kapuze ist oder an der Mütze oder sonst wo. Denn die Tiere, die müssen wirklich sehr dafür leiden. Und es gibt sehr, sehr schönes Kunstfell, das bestimmt mindestens genauso weich ist. Habt ihr gesehen? Shai hat ein Hundeleckerli gefressen. Das wäre doch der ultimative Beweis, dass Marderhunde doch einiges mit Hunden zu tun haben, oder? Marderhunde gehören jetzt in unsere Natur. Ich hoffe nur, dass sie sie bereichern und keine Probleme machen. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus. Willst du noch was?